Der 14. Februar 1939 wurde zu einem der bedeutungsvollsten Tage der Stadt Hamburg und der deutschen Marinegeschichte. Hamburg vor seinem großen Tag. Auf der Werft von Blohm und Voss trifft man die letzten Vorbereitungen für den Stapellauf des Schlachtschiffes Bismarck. Mögen sich die deutschen Soldaten und Offiziere in die Ehre besetzen, dieses Schiff einzuführen. Jederzeit seines Namens Dreyers würdig erweisen. Möge der Geist des Eisernen Kanzlers auf die Höhe gehen. Möge sie begleiten bei all ihren Handlungen auf den glückhaften Fahrten im Frieden. Möge aber, wenn es je notwendig sein sollte, ihnen mahnend voranleuchten in den Stunden schwerster Pflichterfüllung. Mit diesem heißen Wunsch begrüßt das deutsche Volk sein neues Schlachtschiff Bismarck. Klar zum Auslaufen. Anker auf! Das Schlachtschiff verlässt den Hafen. Dieser Gigant aus Stahl und Eisen hat eine Wasserverdrängung von 35.000 Tonnen. Die Bewaffnung besteht aus 38 cm Geschützen, 12 15 cm Geschützen und einer entsprechenden Flakartillerie. Wie festgelegt treffen sich Bismarck und Prinz Eugen am Vormittag des 19. Mai um 11.25 Uhr vor Kap Arkona und vereinigen sich zum Kampfverband. Den Besatzungen wird jetzt der Operationsbefehl bekannt gegeben. Die Bordkapelle des Prinzen spielt zum ersten Mal den Prinz-Eugen-Marsch. Um 5.55 Uhr erwiderten Bismarck und Prinz Eugen das Feuer. Beide beschossen zuerst das Führungsschiff Hood. Binnen weniger Augenblicke kam der Schlachtkreuzer unter schwerem Beschuss.